wird eigentlich keiner verletzt. Getroffen werden, muss die Sicherheitslage aus unserer Sicht hier noch mal neu bewertet werden. Wir wissen nicht, wer sich hinter der Tür befindet, was sich hinter der Tür befindet und was hinter der Wand tatsächlich ist. Menschen können hier verletzt werden. Insofern habe ich gerade eben der Berliner Polizei empfohlen, dass sie gegenüber dem Gerichtsvollzieher erklären, dass die Maßnahme hier im vollen Umfang nicht mehr gewährleistet werden kann und auf der Grundlage der Gerichtsvollzieher heute die Maßnahme hier stoppen kann. Leider will die Polizei, Berliner Polizei, die Amtshilfe weiter hier gewährleisten. Sie sind anscheinend nach wie vor in der Lage, obwohl sie nicht richtig sagen können, was sich tatsächlich hinter der Tür oder hinter der Wand befindet. Würden Sie auch nochmal Ihren Namen sagen? Hakan Taş, MDA, Berliner Linke. Vielen Dank.